Willkommen zum nächsten Squad Builder hier auf dem Kanal. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Heute sollte eine Endplayer Review oder Wager to Million kommen. Wager to Million kommt in nächster Zeit auch wieder, ich verspreche es euch. Aber heute sollte eigentlich halt ein Player Review kommen. Ich habe mir dafür allerdings ein Team gebaut. Und dieses Team war so cool, dass ich mir gedacht habe: Ach komm, daraus machst du gleich einen Squad Builder. Formation Guide mache ich dazu nicht, weil dazu ist es eigentlich nicht gedacht. Aber trotzdem ist das Team sehr cool, deswegen möchte ich euch das Ganze vorstellen. Es ist 4-3-3-2. Es ist ein Team, was ein Hybrid ist aus 6 Nationen und 4 Ligen. Es kostet so um die 110k, sollte also für viele von euch erschwinglich sein und ist auch mal ein bisschen ein anderes Team als sonst die Budget Squads, die ich normalerweise mache. So, ich würde sagen, wir schnacken nicht dran drum rum, wie ich es eigentlich immer sage, und fangen an im Tor. Und da haben wir Julio Cesar. Ja, was denke ich über Julio Cesar? Nein. Gut, wir gehen zur Innenverteidigung. Da haben wir einmal Thiago Silva auf der rechten Seite, auf der linken Seite haben wir David Luiz. Ja, David Luiz, ein sehr, sehr starker Spieler. 77 Tempo, 67 Shooting, 74 Passen, 72 Dribbling. Sehr, sehr starke Werte auf jeden Fall für einen Innenverteidiger, der auch dribbeln und passen kann. Defending und Kopfball ebenfalls sehr, sehr gut. Hat ein Tor gemacht, glaube ich, in 6 Spielen. Ja, kostet 10.000 Coins mit Sentinel. Und das passt dann auf jeden Fall. Anderer Innenverteidiger ist Thiago Silva. Der hat hier Guardian, soweit ich weiß. Nee, Backbone. Quatsch, Backbone. Hat 87 Defending, 83 Kopfball. Ebenfalls sehr ordentlich. Genauso wie seine Passing- und Dribbling-Stats, die durch Backbone nochmal ein bisschen gedrückt werden. Der Kopfball leider nicht so doll. Er hat aber auch ein Tor in 6 Spielen gemacht. Kostet um die 26k. 24 habe ich für ihn bezahlt. 80 Tempo dafür, 61 Schuss ist auch in Ordnung. Also wirklich wieder solide und richtig nice Stats. Für einen Innenverteidiger hat 87 Defending damit den besten Wert im Spiel mit Mehdi Benatia in Form, soweit ich mich recht erinnere. Rechtsverteidiger haben wir dann Gregory van der Wiel mit Guardian. Der war es mit Guardian. 82 Tempo, 59 Shooting, 73 passen, das sehr in Ordnung ist für einen Rechtsverteidiger. Silber 74, 74 Dribbling, 73 Defending, 72 Kopfball. Kostet 10.000 Coins, 13.000 ungefähr. Hohe Mittelarbeitsraten, relativ groß mit 1,81. Letztes Jahr noch Gold, dieses Jahr Silber. Sieht irgendwie extrem geil aus, diese Karte. Ich weiß nicht wieso, ist aber auch dementsprechend auch teuer, weil er bei PSG spielt. Und ja, nicht der einzige Rechtsverteidiger ist in der Liga. Beispielsweise Aurier ist auch noch sehr gut, der Ivora, aber den spielt halt fast keiner. Und er hat halt den Link zu PSG, mit welchem Verein ja die meisten ja, die Liga verbinden. Deswegen ist er relativ teuer, aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn er ist ein sehr solider und guter Rechtsverteidiger, der sich auch sehr gut offensiv einbringen kann. Linksverteidiger haben wir dann Kieran Gibbs. Da könnt ihr auch jeden anderen Linksverteidiger aus der Barclays Premier League hinstellen. Aber ich habe mich für Gibbs entschieden wegen dem Medium-Medium-Workrates, weil David Luiz schon High-Medium hat und ich dachte mir, da könnte ich ein bisschen hinten was brauchen. Er ist auch sehr solider, 1,80 groß, 84 Tempo, 73 Dribbling, 74 Passen, 78 Defending, 67 Kopfball. 1200 Coins, kostet also quasi nichts mit Powerhouse, erhöht sich das Defending und das Passing und das ist sehr gut und es ist auf jeden Fall jedes Mal wieder eine Empfehlung für einen Linksverteidiger in der BPL, denn ich denke, dass er einer der besten ist. Einfach, weil er sehr, sehr schnell ist, noch schneller als auf der Karte, einen sehr, sehr guten Defending-Wert hat, mit 78 sowieso schon, der auch nochmal gedrückt wird, beispielsweise wenn man Powerhouse drauf hat und ja, allgemein halt ein sehr, sehr guter Spieler ist. Der Sechser dann in diesem Team ist Javi Garcia. Mit Artist habe ich ihn gespielt, damit das Passen ein bisschen hochgeht, denn ich achte im Mittelfeld sehr auf das Passspiel. Hat es hier natürlich noch keine Chemie, aber das kommt gleich noch. 82 Defending, 87 Kopfball sind bei dem ZDM natürlich das Hauptaugenmerk. 63 Tempo ist nicht so schlimm, 67 Shooting ist auch in Ordnung eigentlich, 67 Dribbling ist ein bisschen doof, aber mit Artist geht das ja ganz klar und 75 Passen ist ebenfalls in Ordnung. Man spürt, dass er kein Xabi Alonso ist, aber es reicht auf jeden Fall und er ist vor allem im Defending und Heading natürlich sehr stark mit einem 86 Körper groß und ich glaube 86 Jumping oder so, ist das eine absolute Bank. Zentraler Mittelfeldspieler. Auf der einen Seite ist dann der Mann, den ich eigentlich reviewen wollte, und zwar ist das Borja Valera, Borja Valero. Iglesias, ja, in Form, 23k kostet er ungefähr offiziell, ja, ich wollte ihn reviewen, weil er 88 Passen hat, 83 Dribbling, sehr, sehr guter Spieler, vor allem sein Tempo ist wirklich relativ schnell eigentlich, sieht noch deutlich besser aus als aus seiner anderen Karte mit 69, hier hat er 70 und das sieht einfach richtig cool aus, 79 Shooting ist auch sehr gut, hat ein Tor gemacht, hat 3 Vorlagen gemacht, 4-Star Weakfoot ist auch sehr gut, weil er mit beiden Füßen passen kann, ein wirklich guter Mittelfeldspieler, den ich halt reviewen wollte eigentlich, aber probiert ihn auf jeden Fall mal aus, gebt ihn eine Chance auch in euren Serie A-Teams, er ist nicht so schnell, aber er ist dafür sehr, sehr passstark, er ist ein bisschen wie Clarence Seedorf, nur deutlich schneller und wendiger, dafür nicht so schussstark, aber trotzdem wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, der mir sehr gut gefallen hat und der vor allem auch, wenn er nicht so viele Vorlagen gemacht hat, sehr geile Pässe auf die Außen spielt in diesem Team und ich denke mal, ich weiß nicht, ob man in den Clips das Ganze so gut sehen kann, aber naja, gut, zentraler Mittelfeldspieler, der andere ist dann nicht João Moutinho, sondern ein ZOM, der trotzdem auf 9 Chemie kommt und zwar ist es Santi Cazorla, ja,
der bräuchte eigentlich gar nicht einen Strongling von Gibbs, wenn ich Gibbs da nicht hinstellen würde, sondern irgendein anderer Linksverteidiger, beispielsweise Baines, wäre das ein No-Links-Wasted-Squad zudem noch. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Casuala, 4-Star-Skills und 5-Star-Weak von 1,68 groß. Ja, relativ schnell mit 78 Tempo. Guter Passwert wiederum mit 85, 86 Dribbling, 77 Shooting. Ist halt nicht fürs Defenden gemacht, hat aber 2 Tore geschossen. Kostet 13.000 Coins ungefähr und ist definitiv ein Improvement, eine Bereicherung für jedes im Mittelfeld. Und das läuft auf jeden Fall mit ihm da. Hat den Link zu Borja Valera. Borja Valero, ich wechsle es jedes Mal wieder, und zu Javi Garcia, also wirklich eine Empfehlung wert. Und ich denke mal, viele von euch mögen auch den kleinen Santi. In Realität auch einer meiner Lieblingsspieler in der BPL, weil er, ich mag ihn einfach. Man braucht nicht viel dazu sagen, ich mag ihn einfach. Gut, rechter Stürmer. Stürmer ist Mario Gomez in diesem Squad, ja. Warum? Ganz einfach, Mario Gomez mit den Mittelarbeitsraten zwar, aber trotzdem ein sehr starker Spieler. 4-Star, Weakfoot, hätte ja ganz ehrlich, hätte ja High-Low oder Medium-Low, wäre er meiner Meinung nach einer der besten Stürmer im Ultimate-Team. Hat nicht so das krasse Dribbling, der Passwert ist auch nicht so in Ordnung, aber 79 Tempo gepartnert mit einem ziemlichen, ja, ordentlichen Jumping. 88 Körperstärke und 1,89 Körpergröße ist richtig, richtig nice. Sein 4-Star, Weakfoot ist sehr stark, er hat 3 Tore zwar nur gemacht, aber das lag eher an meinem Pech, würde ich mal sagen. Ich habe vorhin eine ganze Höhle kaputt gemacht, allerdings von FIFA 09, weil ich so angepisst war. Ja, aber trotzdem sehr guter Spieler. 79 Shooting ist es auch nur, weil er ja durch den Freistoßwert ein bisschen gedrückt wird nach unten. Aber er hat eine gute Schusskraft und einen sehr, sehr guten Abschluss. Eine krasse Kopfballpräzision und man kann ihn auf jeden Fall spielen. Schade, dass er keinen Powerheader hat. Dann wäre er wirklich einer der komplettesten und perfektesten Strafraumstürmer. Auf jeden Fall mal ausprobieren, würde ich euch raten. Rechter Flügelspieler ist dann Cerci, und zwar Alessio. Ich hätte Alessandro gesagt, schade. Hat 3 Tore gemacht in 6 Spielen, 4 Vorlagen. Also einer der besten Spieler in diesem Squad. 84 Tempo, 84 Dribbling, 81 passen, 77 Shooting, hat 85 Crossing, 4-Star Weakfoot. Er ist zwar Linksfuß, aber er kann halt auch mit rechts flanken, wenn es sein muss, und Gomez in der Mitte kann die dann verarbeiten, die Bälle. Ich habe allerdings relativ wenig auf Flanken gespielt, wenn ich ehrlich bin, da Gomez für mich eher ein, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich nie auf Flanken gespielt habe, das hätte ich vielleicht machen sollen, aber was soll's, 4-Star Skills und Weakfoot ist natürlich auch sehr gut auf den Außen zu haben. Sehr schneller Spieler, der sich gut durchsetzen kann, nicht zu klein mit 1,80, Medium, Low, Arbeitsraten sind auch sehr gut für den rechten Flügel, und ihr seht es ja an den Stats, er kostet nichts, er macht seinen Job und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung für euch. Ein Spieler, den ja Alex Pato auch sehr, sehr gerne mag, in Realität denke ich mal auch, ein sehr guter Mann und deswegen eine Empfehlung vom FC Torino. Linker Flügelspieler dann, um das Ganze zu komplettieren, leider nicht Lukas Podolski, aber dafür André Schürrle, 88 Tempo, 84 Pace. Ja, das war der Witz des Todes. 88 Tempo, 84 Dribbling, 75 Passing, 82 Shooting. Deadeye drückt Passing und Shooting nochmal nach oben. Passing sehr wichtig, damit er ein bisschen flanken kann, aber auch sein Pass ist in Ordnung. Auf jeden Fall für Seitenwechsel hat 4-Star Skills und 4-Star Weakfoot. Medium Workrate ist nicht ganz ideal. Er könnte ein bisschen offensiver sein teilweise, ist ein bisschen zu viel im Mittelfeld an manchen Situationen. Aber dafür 1,84 groß und kann auch ein bisschen köpfen, wenn eine Flanke kommt. Also wirklich auch ein sehr guter Flügelspieler. 10.000 Coins hat er gekostet, 2 Tore und 2 Vorlagen. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Und das ist das Squad. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir natürlich in die Kommentare, was ihr sonst noch so sehen wollt. Ich versuche noch einen Miniclip für morgen, also für heute, zu erspielen. Und ich weiß nicht, ob Sonntag ein Video kommt, beziehungsweise wann Sonntag ein Video kommt, weil, ja, ist etwas schwierig, denn ich bin morgen, ja, wie soll ich sagen, den ganzen Tag unterwegs feiern und so. Deswegen mal schauen, was Sonntag kommt und ob Sonntag was kommt. Ich versuche es auf jeden Fall und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß bei den Toren. Bis dann. Haut rein.
Inside.